Und hier sind wir auch wieder bei Let's Play Castlevania Symphony of the Night. Was finden wir hier? Karma Coin. Oh, nicht schlecht. Resist Fire, Resist Thunder. Oh, Thunder in Paradise. Gut, da geht's nicht weiter. Blood Skeletons, die vollkommen trocken sind. Und die, da haben wir das mal gefunden. Ganz, ganz, ganz viele davon. Oder führt das hier weiter? Weiß ich schon mal. Führt es hier zum Endboss? Den einen Boss? Wenn ja, dann... Nein, tut es nicht. Ah, hier finden wir noch eine Library Card. Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob ich damals da im normalen Schloss gesucht habe. Hm. Wieder eine Sache, die ich nachprüfen muss. Oder die ich euch frage. Ich könnte auch in meinen Videos gucken, aber... Wozu? Müsste ich sie mir wieder sinnlos herunterladen. Weil ich die Parts mir nämlich nicht alle auf dem Rechner speichere. Dazu brauche ich den Platz. Gut, ich habe 1 TB, aber... immer noch nicht. Schade. Machen wir es auf der Art. Nein, ich hab's immer noch nicht bekommen. Schade. Hier brauche ich wieder Spikebreaker, sonst könnte es sein, dass ich aus Versehen doch noch in Stacheln falle und ich möchte keine HP verschwenden. Oder wartet mal. Zurzeit kann ich ja noch die Godsgarb an und legen. So, wo geht's weiter? Da unten. Ja, von den Frozen Hearts bekommt man auch einen netten Gegenstand. Kleine Zusatzinfo. Alucard? Bitte auch bewegen im Flug. Und nein, ich möchte nicht die Bibel. Die Bibel ist nur gut in Harmony of Dissonance. Eine Portion, die kann ich gut verwenden. Ui. Die kann ich echt gut gebrauchen. Und wieder Blood Skeletons. Die nicht kaputt gehen. Und einmal Life Max Up und Heart Max Up. So. Vielleicht kriegst du es jetzt? Nein? Doch nicht? Nein? Gut, okay. Übrigens auch sehr lustig. Das soll die Lava-Tasche sein, die ist hier fest zu Eis erfroren. Das ist frostige Lava. Die hat sich gedacht, ich werde nicht zu Bimstein, ich werde einfach zu frostigen Lava. Und hier haben wir jetzt nun das Neckblade of Jay.
Wir kennen das noch als Anfangsausrüstung. Und wer denkt jetzt zum... Ja, das kommt einem bekannt vor. Genau, das ist nämlich die Anfangsausrüstung aus... als man hier im Schloss angefangen hat. Die haben wir jetzt nämlich komplett zusammen. Und wir machen alle einmal ein... Juhu, wir haben so unsere Sachen wieder. Obwohl man auch das Necklet of Jade, das kann man auch anders bekommen. Und zwar von den Frozen Hells, soweit ich weiß. Es gibt zwar noch sowas ähnliches, genannt Nauglamir, aber das sieht nicht so schön aus. Und sieht auch bestimmt nicht angenehm aus zu tragen. Ach ja. Speichern wir hier kurz. Und dann machen wir gleich nochmal ein Save. Wir gehen nur kurz in den anderen Raum rein. Den hier gleich links. Erhalten einen Diamond. Und dann speichern wir es hier. Und ja, danach müsste ich euch kurz was zeigen. Der Part ist zwar jetzt ziemlich kurz, aber wir werden uns das nächste Mal nämlich hier treffen. Der Grund, warum ich das mache, ist folgender. Hier kommen wir nämlich zu Gallamoth. Gallamoth ist der ultimative Boss in diesem Spiel. Er hat mehr HP als der letzte Endboss im gesamten Spiel. Und er wird auch allgemein eigentlich als sehr, sehr schwer empfunden. Vor allem, weil er auch noch ziemlich kräftig ist. Man sieht schon, wenn man nicht richtig ausgerüstet ist, dann kann man wirklich Probleme bei ihm haben. So, die Blitzattacke kann man auf jeden Fall so ausweichen. Ich werde euch zeigen noch kurz, wie ihr den Angriffen ausweicht. Also das Beste ist eigentlich... diesen Blitzkugeln immer so bis zum Rand auszuweichen. Diese Blitzattacken. Deswegen habe ich nämlich auch ganz gern das Alucard-Sword. Dann kann man nämlich so ausweichen. Na gut. So, und dann kann man nämlich hier ganz gut angreifen. Und wenn er dann fertig ist, einfach wieder zurückverwandeln. Oder wieder verwandeln in den Mist. Deswegen ist der lange Mistflug hier lebensnotwendig. Genauso wie die Mistform selber. Ja, und ihr müsst im Grunde genommen nur ein bisschen auf den Gegner aufpassen, was er eben halt alles macht. Und dann immer wunderschön hier so angreifen. Das macht wirklich am meisten Schaden. Und wie gesagt, so ein bisschen aufpassen, was er eben halt macht. Und dann immer so zwischen seinen Füßen stehen und angreifen. Wenn er dann fertig ist, wieder in eine Mistform verwandeln. Und dann, ja... Aber ich denke mal, ihr habt das Prinzip schon verstanden. Viele Attacken hat er nicht. Man soll angeblich auch seinen Kopf treffen. Das soll seine Schwachstelle sein.
Ob es jetzt nun wirklich so ist, ich weiß es nicht. Oh, da habe ich mich jetzt vom Witz treffen lassen. Aber wirklich sonderlich schwer ist er nicht. Und das werde ich eben halt im nächsten Part machen. Und zwar den ganzen Part über. Ich werde wirklich nur aufnehmen. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das kommentieren werde. Ihr könnt euch das ja ganz gerne angucken oder nicht. Es ist euch freigestellt, weil es wird wirklich nur der Endboss sein. Ich werde noch nicht mal das Live-Max-Up aufnehmen. Und dann den Part beenden. Und dann wird das so sein, dass ich quasi den Boss besiegt habe im übernächsten Part. Ja. Und damit verabschiede ich mich und sage bis zum nächsten Let's Play Part. Blood SFB, meldet sich ab.